Anatoli Kaschikow aus dem Restaurant Selfie in Moskau ist gemeinsam mit dem russischen Superstar Wladimir Mukin die Poster Childs der New Russian Cuisine. Warum sind die Jungs so spannend? Es ist ganz einfach, sie kochen regionale Küche. Wow, denkt man sich, machen hierzulande alle, ja. Aber hierzulande dürfen sie, in Russland müssen sie. Ein Riesenclinch von Staatschef Putin mit den westlichen Staaten führt zu einem Handelsembargo. Alle Lebensmittel aus dem Westen dürfen nicht mehr importiert werden. Hummer, Kaviar, Wagyu, you name it, sie dürfen es nicht verkochen. Das heißt, sie kochen nicht im Trend, sondern es gibt für sie auch keine Alternative. Sie müssen mit ihren Produzenten zusammenarbeiten und sie müssen sich um alles selber kümmern. Alle Techniken in der Welt sind im Wesentlichen dieselben. Wenn du was Neues machen willst, musst du einen guten Zulieferer suchen, der für dich produziert. Produkte sind mir extrem wichtig. Heute stützen wir uns auf Rezepte von vor 100 Jahren. In einem kleinen Land wie Österreich oder der Schweiz wäre das für viele Restaurants und Köche wahrscheinlich der Kopfschuss, mit regionalen Produkten arbeiten zu müssen, weil das Land klein ist. Russland ist riesig, mehrere Klimazonen, subtropisch, arktisch. Sie haben im Prinzip jede Klimazone und können darum aus dem Vollen schöpfen. Allerdings mit Produzenten, die davor noch nie für High-End-Cuisine produzieren mussten. Manchmal importiere ich auch Pferdefleisch oder Kamelfleisch nach Moskau, das aus Kasachstan kommt. Und dann zeige ich den Leuten in Moskau, was man sonst noch in diesen ganzen Regionen isst. Russisches Essen ist generell eine Mischung zwischen sauer, salzig und süß. Dabei gibt es immer eine Kombination aus 3 bis 4 aggressiven Produkten. Eine großartige Kombination, wie ich finde. Wenn die Leute zu mir kommen, dann geht es einfach um Geschmack. Ich finde den klaren Geschmack eines Produkts enorm wichtig. Ich möchte nicht zu viel Soße. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Gästen über das Essen rede, geht es wirklich nur um den puren Geschmack des Produkts. Ich beziehe meine Produkte meist saisonal. Meistens sind es Produkte, die irgendwo in Russland Saison haben und von dort nehme ich sie dann mit. Ein interessantes Produkt kann dann schließlich extrem lange genutzt werden. Tja, die gute alte Regionalität, da könnte man wirklich stundenlang drüber streiten. Vor allem, wenn es um ein Land wie Russland geht, das größer als der ganze europäische Kontinent ist. Wie seht ihr das? Kann man das noch Regionalität nennen? Sagt es uns in den Comments.